Raskic 0:2 zum Rückrundenstart. Das hätten Sie sich sicherlich besser vorgestellt. Mit Sicherheit, ja. Wir haben uns viel vorgenommen für das Spiel, sind auf einen körperbetonten Gegner getroffen, der mit 11 Mann in der eigenen Hälfte verteidigt hat. Und wir hatten kaum Torchancen, wenn dann über Standards. Und es war klar, der, wo das erste Tor macht, wird das Spiel gewinnen. Und genau so ist es dann gekommen. Calcio hat dann das 1:0 geschossen und wir hatten dann wenig bis kaum Durchschlagskraft nach vorne und haben auch nicht unverdient verloren. Tatsächlich war es aber so, dass ihr 2-3 Chancen hattet, um in Führung zu gehen. Muss man die Dinger machen? Ja, es waren 2 glasklare von Jermaine Ibrahim und dann auch von Tim Krupp, wo man einfach das Tor machen muss. Dann kann der Gegner auch nicht mehr so tief stehen, muss dann ein bisschen öffnen. Dann wäre mit Sicherheit ein anderer Spielverlauf, anderes Ergebnis zustande gekommen. Aber so haben wir die Tore nicht erzielt und deshalb gehen wir auch als Verlierer vom Platz. Die Enttäuschung ist sicherlich groß, auch mit Blick auf die Tabelle. Den Anschluss nach vorne an die Spitzengruppe zu halten, fällt mit einer Niederlage natürlich schwer. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Spiele? Es ist ein Rückschlag für uns, natürlich, klar. Wir haben uns, wie gesagt, fest vorgenommen, hier zu punkten, am besten dreifach. Das haben wir nicht geschafft. Und ich glaube, es bringt einfach nichts, jetzt auf die Tabelle zu schauen. Wir müssen schauen, dass wir die Niederlage wegstecken und dass wir uns auf Fellbach vorbereiten und dann möglichst dann auch punkten. Das hat für mich Priorität, nicht die Tabelle. Okay, danke. Bitte.